Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ja, in dieser Folge geht es nun weiter. Ich sage 4-3, falls ihr es nicht wusstet, aber eigentlich solltet ihr das wissen, weil ich mir das nach dem Anschluss auf und es ist immer dasselbe Effekt, 11 Uhr am nächsten Tag. Von daher. India 37 im Abflug, Landezone frei. Bewegung, Sperren einrichten, sie fliegen an! So, jetzt kommt ein neues Gebiet in den Plan. Reiche lang 10. Eine Halbzeit. Habt ihr gerade Halbzeit gesehen? Weil Max Level 20 ist. Ich glaube, die Brücke ist. Oh, bitte. Kritischer Zustand der mechanischen Systeme. Die Leistung bricht ein. Die Systeme schalten sich ab. Ja. Natürlich überlebt das eine Monster da. Eine Monster überlebt er natürlich, welches uns natürlich direkt angreift. Hans ist, würde ich sagen, es läuft glänzend. Eieiei. So, fahren wir fort. Sie tried to call us both, brother. But only I could hear. Share her pain. She could not reach you, but still you hated him, just as mother and I did. All he did, brother, was give us life. It was mother who gave us purpose. Alter, das lang in Länge gezogen. Helikopter Victor 1-1 am Kommando. Ich kann diesen Vogel bei all den Turbulenzen noch immer nicht länger in der Luft halten. Bitte Freigabe tun. Kommando, ich verliere die Kontrolle. Ich kann kaum noch steuern. Das ist die Stimme von Mister wieder gewesen? Ja, ne? Mann, hört auf, mir solche hässlichen Gegner zu geben. Sichert eure Sektoren, sofern weitere Turbulenzen auftreten. Was ist, dass mein Sprinten extrem begrenzt ist? Diese Kreaturen müssen der Fantasie unserer Mutter entsprungen sein. Vielleicht ihre Erinnerungen?
Hopp, da spawnen die Sachen einfach in mir. Gibt noch nichts, was mir geil ist. Alle Gespräche von Armacan werden überwacht. Sie wissen, dass ihr hinter Beckett her seid. Sie haben noch mehr dieser Kommandeure im Einsatz, die nach euch suchen. Boah, also bis jetzt macht mir Schwierigkeitsgrad einfach nur so Gedanken, weil diese Kommandeure sind einfach genervt finden. Das ist nicht nur das Problem, das ist einfach das Level-Design, was das Problem ist, weil die Gegner wissen halt immer, wo man steht. Man kann sich nicht gut anschleichen oder sonst was. Dann halt immer du alleine gegen 80.000. Aber nett, dass ich mich da nicht bewegen durfte. Feind gesichtet! Ziel voraus! Ich bin getroffen! Verflucht! Mein Gott, was haben die wieder für eine Aimbot da drin? Kannst du ihn sehen? Scheiße! So, die Waffe ist wieder nicht Teil seines Körpers. Ich wurde getroffen. Rück hervor. Siehst du die Scheiße? Ich bin in Position. Ich muss mich. Ah, wieder die hier. Warum greift die eigentlich mich an? Ich bin doch eigentlich der Soldat. Sergeant Beckett muss Ihnen wichtiger sein, als wir dachten. Die Klotür war auch so eine Dekoweise, ne? Hier ist ja nicht kein Klo, wo die andere Tür war. Ich versuche irgendwie zu euch zu stoßen, habe aber kaum Hoffnung. Seid einfach vorsichtig. Verdammt, jemand hat ihn kalt gemacht! Überprüfe es! Alle
alles klar. Dein beschissener Kopf. Scheiße! Ziel ist gefallen. Wir haben ihn. Okay. Ziel erfasst! Ich bin getroffen! Verflucht! Ist gefallen! Wir haben ihn! Ich hab ihn! Halte den Rücken frei! Hast du das gesehen? Ja. Er hat mich erwischt! Ich brauche hier Unterstützung, und zwar jetzt! Komm da raus! Hab ich dich! Ja, mein Gott. Sorry, ich muss mich jetzt gerade konzentrieren, sonst komme ich halt gar nicht raus. Also, ich möchte auch irgendwie weiterkommen. Hört sich ganz danach an, als wollte Armacum Beckett aus den gleichen Gründen wie wir haben. Sie suchen auch nach Alma. Aber mir ist nicht klar, was letztendlich ihr Ziel ist. Und das fuckt halt übelst ab, ey. Also, ich finde es halt, ich muss mich halt so konzentrieren, weil das halt nicht so geil das Level-Design ist, finde ich. Dementsprechend muss ich halt Stück für Stück mich halt selber vorantasten. Und irgendwie ist das dann halt, dadurch scheint es mir halt, dass ich sehr langsam spielen müsste. Weil zum Beispiel auch wieder Munition knapp wird in den einzelnen Waffen. Irgendwie ist alles und jeder dafür da, mich anzugreifen. Und das steckt mir nicht gut. Unsichtbare Wände. Ach ja. Fahrstuhl, was kann da schon schief gehen? Warum hasst Alma uns? Ich check es nicht. Wir sind doch ihre Söhne. Mehr oder weniger. Warum hasst sie? Chemische Störungen sind zu erwarten. Sichern Sie alle Kontrollpunkte. Paranormale Anomalien werden erwartet. Bleiben Sie in Teams von 2 oder mehr. Machen Sie regelmäßig Meldung. Wiederhole. Atmosphärische Störungen sind zu erwarten. Sichern Sie alle Kontrollpunkte. Paranormale Anomalien werden erwartet. Bleiben Sie in Teams von 2 oder mehr. Machen Sie regelmäßig Meldung. Ist es wieder so leer? Position. Feindgesicht. Scheiße. Nichts von dir. Nachrücken. In Position. Scheiße. Ich hab nichts mehr. Wir haben bald keine Schützen mehr. Verlagern. Ach, du Hurensohn! Kommando Tango, neue Sektor, melden Sie durch den Admiral-Club. Das Kommando hat alles verstanden. Ende. Das haben die alles verstanden? Er hat mehr als nur einen Arm verloren. Nachrücken! Überprüfe es! Ja, bitte.
uns hat es einen erwischt! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Ich bin getroffen! Ach, ich liebe diese Waffen. Also diese Double Pistol. Du bist ein schwächlicher Laborversager. Wir werden dafür sorgen, dass deine Existenz ausgelöscht wird. Das hätte man schon vor Jahren tun sollen. Scheiße, sie warten schon auf uns! Pass auf! Wir haben bald keine Schützen mehr! Ja! Scheiße, geht in Deckung! Verstanden! Rücke vor! Hinter dem Sofa! Ich sehe nichts! Gib mir Deckung! Angreiftruppe! Rück zu ihm! Ja! Scheiße! Scheiße! Zerbrechliches kleines Tier! Du bist mir unterlegen! Eigentlich macht er eigentlich ganz gut. Wieder Half-Life. Danke. Gut, ihr seid noch da. Hört mal, ich konnte die Gespräche dieser Phasing-Kommandeure belauschen. Sie bringen Beckett zur westlichen Piste. Ihr müsst euch ranhalten. Helikopter, suche euch vor. Die sind jetzt beschissen. Kann jemand da unten das Alles sauber. Verstanden. Wir halten die Augen offen nach ihm. Du Hurensohn. Los, los, Bewegung. Verstanden. Rücke vor. Er ist es. Ich bin getroffen. Scheiße! Wir werden in Stücke zerrissen! Halt jetzt ihn unter Beschuss! Ich wurde getroffen! Also, wie haben wir die Waffe? Sag mal selber. Mein Gott, ey. Anscheinend darf ich doch nicht. Ah, ich muss hier längst jetzt. Ah, okay. Hätte ja mal noch mitrechnen müssen. Das hätte man ja sehen müssen sofort. Nämlich einfach so da rum. Er ist hier, Waffen, feuerbereit! Auf ein Unterstützungsfeuer! Ja! Runter! Runter! Er ist es! Ich bin getroffen! Geh zurück! Geh zurück! Hier ist euer Phasing-Kommandeur. Ich will, dass diese Mist jetzt dort aus dem Labor entfernt wird. Und zwar jetzt! Schnell Position! Leichter als ich dachte. Bin ernsthaft jetzt. Ich bin gerade ernst. Hier ist Helikopter Zulu 8-1. Die Sicht ist beschissen. Kann jemand da unten das Ziel sehen? Verstanden! Wir halten die Augen offen nach ihm! Bin ich gerade ernsthaft daran kapiert? Ich brauche Unterstützung und zwar sofort! Werfe Granate!
Also, bin ich. Das Viech darum, ey. Hier ist euer Phasing-Kommandeur. Ich will, dass diese Mistgeburt aus dem Labor entsorgt wird, und zwar jetzt! Ach, da oben ist doch jemand gespawnt! Danke! Sollte ich? Wozu brauche ich jetzt die Sniper? Ja, was ist das denn gerade für eine scheiß Sniper? Ziel unterhalb! Hast du das gesehen? Ich kann ihn nicht entdecken! Hab ihn! Digga, was ist gerade mit der Sniper los? Fuck. Ja, ich stelle mich gerade richtig schlecht an, aber ich habe gerade übelst Sensitive-Probleme. Verwundert. Also ein bisschen hin und her gewabbel ist halt nicht normal. Aber ja, ich werde jetzt hier die Folge wieder beenden und man sieht dann hoffentlich morgen in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao und haut rein.